So, da sind wir wieder. Frisch, fromm, fröhlich, frei bei Beyond, Good and Evil. Jetzt halt mich fast verschluckt hier noch beim Sprechen. So, wir haben gerade einen Meteorenanschlag wieder überlegt von den bösen Doms. Und wir gucken erstmal, was wir hier jetzt finden. Plünderhöhle Nummer 1. Großer Gott, Jake, pass auf! Plünder! Mit Polizei-Sirene, das ist ja super. Klauen tun sonst, wir klauen tun sonst gleich auch noch. Ach, so, hier, denn neue Kanonen ausprobieren, anvisieren. Sehr schön. Das ist dieser Funken, der die Türen schließt. Sieht gut aus! Sieht gut aus! Ja, sieht gut aus! Sieht aus. Eigentlich so viel Aufwand, um so etwas zu sehen. Ah, nicht Raketen, nein, 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 nein. Ich möchte hier nicht abpacken. Ich will die Stufe ein. Super Date. So, das war Tür 3. Haben wir noch zwei Türen hinter uns, die wir schaffen müssen. Schieben wir den nochmal. Guck, jetzt gibt's doch Gas. Das darf nicht wahr sein. Aber. Das kriegen wir hin. Schneller! Wir dürfen nur nicht vom Gas gehen. Und nicht so doof sein, wo wir hängen bleiben. Hüpp! Hüpp! Und hüpp! Und hier. Und hüpp! Noch ein bisschen Geld mit eingenommen. So! Gleich wird es interessant. Ah, komm schon, komm schon. Das war die letzte Tür. Hier mit Speed muss man zeigen, was du vor. Du hast dich festgenagelt, Jade. Lies ihm seine Rechte vor. Genau. Feier! Na, hier, komm. Anvisieren. Gefangen! In der eigenen Falle! Na, jetzt komm schon. Wir müssen doch nur noch schießen hier. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Also, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Okay, bin ich denn jetzt hier gerade? Na, na, gut. Sehr schön, da haben wir ihn auch schon. So, haben wir die Perle erbeutet. Wunderschick. Gucken wir uns nochmal das Schrottauto anschieben. Ein bisschen drauf hier. Explodier, explodier. Nein, es will nicht explodieren. So. Damit sind wir, haben wir die erste Plünderhöhle gekriegt. Dann schauen wir mal weiter. Hier muss auch irgendwo in der Nähe, habe ich auch die zweite Plünderhöhle. Ja, wie immer, ich habe natürlich wieder Müll. Versprecher, wie immer. Ich habe mal wieder ein bisschen vorgetestet, damit ich auch weiß, wo es hier lang geht und was wir als nächstes machen müssen. Da ist jetzt schön der Beispieleffekt. Natürlich verirre ich mich hier wieder. Ach komm, wir schauen mal hier hin. So, hier sind wir auch richtig. Glaube ich. Oh nein. Hier war ich ja noch gar nicht. Aber das soll uns nicht weiter stören. Thoraxhöhle. Sollte ich hier hin? Das Foto machen hier vom Buffo Erectus. Bravo, Jade. Man nennt ihn auch den Büffelfrosch. Okay, dieser Film ist voll. Gut. Komm, ich überweise eine Perle, Jade. Perle, Perle, Perle. Und ich werde den Film neu laden. Das ist sehr schön. Weiter. Kann ich bei Mamagu eintauschen? So, was haben wir hier? Oh. Ein Herzcontainer. Gute Ab. So. Und ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir unserem lieben Page hier auch ein bisschen was geben. Einen Moment. Nein, falscher Knopf. Da will ich hin. SAK. Ab im Sack. Klack. So, das wird wohl reichen.
Klupp. Klopp. Los geht's. Mach mal Action hier, Junge. Boah, das Draht auch. Das ist wieder witzig, weißt du? Ich versuche hier irgendwas euch zu zeigen. Auf einmal lande ich in einer vollkommen falschen Höhle und wir starten einfach mal durch. Lieber Gott, Jade! Ein Perlenkochax! Gib den Hund los. Die Jungs hier kennen wir ja auch schon. Nein, konzentriere dich. Zeit für den Hammer! Sehr schön. Stehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Zielen, zielen. Genau. Immer schön die Kohle halt mitnehmen. So, die schmeiße ich auch noch hier und wirklich. Lass einfach ran, Jake! Ja, jetzt grad nicht. Lass uns das hier erstmal. Oh, da hinten habe ich einen verpeilt. Aber als ob das Rüssel kommt noch wieder, ist ja unglaublich. Was machst du denn hier? Winkt das nicht, jetzt wieder zu schmeißen? Muss der andere eigentlich auch wiederkommen? Ich den ja voll verdreschen. Wir machen erstmal hier super Attacke. Ja, so viel dazu. Nix da mit Feuer und so, weißt du? Oh, wir probieren das bei denen ja gleich nochmal aus. Ja. Ich hab noch ein Zeichen, Jake! So, hier erstmal. Na los, ich möchte euch das mal zeigen hier, die von, Superschlagverstärker. Das war ja also vollkommen vorbei. Wir haben hier etwas Witziges. Und zwar, da will ich hin, da komme ich auch gleich hin. Was ist denn mit der Kamera hier los, sag ich mal? Du Qualle, gehst mir auf den Piss. So, ein bisschen Ruhe hier. Dann schauen wir noch erstmal hier. Ein bisschen Kohle noch geloren. Ich sagte ein bisschen. Deadfoot-Attacke! Das ist schlimm. Wenn man sich das vorher nicht hier angeguckt hat, dass da wieder nichts funktioniert. Nein. Auf geht's! Das wird jetzt aber knapp. Na, schau mal. Der Weg ist frei. Hol sie dir, Mädchen! Das sieht doch ein bisschen ungefährlich aus. Lass mich ruhig, Page. Sehr schön. Und hüpf. Alles klärchen. Döner essen. 1, 2. So, Babe, du brauchst bestimmt wieder Energie, oder? Hier. Genau. Und dann am besten gleich noch ein Dreier, weil es so schön ist. So, jetzt gehen wir hier über die andere Strecke zu den Korax. Krochax. Also natürlich heißt er die Krochax. Ja, jetzt hier komm, sei ruhig. Ich hab keiner gefragt. So, wir stehen hier vor der Sackgasse. Aber da drüben sehen wir ja schon, da können wir noch was holen. Also rennen wir wieder zurück. Eine Minute. Ich muss mal kurz auf den Wecker gucken. Gut, 5 Minütchen habe ich noch. So, und zurück hier. Den haben wir schon umgeschubst, diese Barriere. Jetzt! Und Kohle einsammeln. Weil seit unserem letzten Einkauf sind wir ja ein bisschen viel Kohle losgeworden. Hier holen wir uns jetzt Stück für Stück wieder. Auf geht's! Und sehr schön. Jetzt
Kamera, du gehst mir auf den Keks. Dann flitzen wir jetzt zu den anderen Krocher, zum Perlenkrochax. Und schnappen wir uns den seine Perle. Los, ja. Danke, Plan, weil ich dich jetzt gar nicht mache, aber... Da ist noch eine, Jade. Wir sind reich. Wirf ruhig alle deine Perlen vor die Säue. Wortwitz, Wortwitz. Perlenkrochax. Alles klar. Gibt's hier unten was Schönes? Dich haben wir schon, oder? Ja, dich haben wir schon. Und wer dich? Was bist du überhaupt? Du bist nix. Hallo, ja. Wunderschön. So, ist doch wunderbar. Noch eine Viertelstunde schafft man extrem viel. Wir haben jetzt hier diese Doms-Meteoriten-Attacke überlebt. Wir haben eine Höhle gefunden, wo ich auch gar nicht rein wollte. Und wir haben uns eine weitere Perle ergattert, mit der ich noch gar nicht gerechnet habe. Und natürlich haben wir so eine Ochsenkröte fotografiert. Das muss auch sein, weil Ochsenkröten, ja, die sind sehr selten. Ne, die sind unglaublich. Ne, was waren die denn jetzt? Hallo? Ha. Mr. Pink, kommen Sie hinterher. Sehr schön. Dann würde ich jetzt mal versuchen, jetzt endlich diese zweite Plündererhöhle zu finden. Geht's da hinten eigentlich noch weiter? Nein, geht's nicht. So. Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ach komm, wir gucken einfach mal da an. Ich glaube, da sind wir noch gar nicht lang gefahren. Los. Hehehe. Hinterhältig. Eine weitere Schiffladung verloren. Was? Ach da. Ja komm. Nehmen wir uns mit. Die Kohle können wir immer gebrauchen. Ich seh nichts. Danke für Ihre Kooperation. Zielen. Hehehe, zerstört. So, jetzt müssen wir doch hier auch. Da sieht man, wie einfach das eigentlich geht, wenn man so ein bisschen sich mit... Ja, ein bisschen die Technik benutzt. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Sehr schön. Halt. Da, sagt mal, was ist denn hier los mit den Kisten? So, alles klar. Jetzt haben wir die. Plünderhöhle 2. Sehr schön. Aber bevor wir hier durchstarten, mache ich erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Großer Gott, Jake, nein, pass auf! Plünderer! Och nö. Nein. So, wir sehen uns gleich wieder. Ich stoppe hier jetzt kurz. Ich sage, haut rein. Bis morgen.